Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Was bedeutet jetzt dieses extrem knappe Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung? Wer könnte der Favorit beim SPÖ-Parteitag sein? Ist das wirklich schon so ausgemacht, wie vielleicht einige schon wieder glauben? Könnte doch bald Rot-Blau eine ernsthafte Option sein? Wer würde der FPÖ am ehesten Stimmen wegnehmen? Und wie ist eigentlich Herbert Kickl aufgestellt? Hilft ihm dieses ewige Angst vor Kanzler Kickl und wer könnte Kanzler Kickl stoppen, ja oder nein? Das sind die Themen des heutigen Duells, einerseits mit Johann Gudenus, ehemaliger FPÖ-Clubobmann. Guten Abend. Und einigen vom Ibiza-Video bekannt. Hallo. Ich bin wahrscheinlich. Und andererseits Nico Kern, der unternehmerisch tätig ist, Sohn des Ex-SPÖ-Kanzlers ist und sich selbst für Hans-Peter Doskozil eingesetzt hat, glaube ich, oder? Ja, mittelmäßig guten Abend. Mittelmäßig guten Abend, gut. Dann fange ich mit Ihnen an. Sie sagen jetzt mittelmäßig für Hans-Peter Doskozil eingesetzt. Jetzt weiß ich schon, Sie sind eine eigenständige Persönlichkeit, aber Ihr Vater hat ja als einziger Ex-SPÖ-Kanzler und SPÖ-Chef nicht nur für Hans-Peter Doskozil aufgerufen, sondern ist sogar im Burgenland gemeinsam mit ihm aufgetreten bei einer dieser Veranstaltungen. Jetzt ist dieses Ergebnis denkbar knapp dafür, dass sich Niederösterreich hinter ihn gestellt hat, Burgenland so und so, Oberösterreich hinter ihn gestellt hat und dafür, dass es jahrelang geheißen hat, eigentlich würden die Mitglieder alle Hans-Peter Doskozil wollen. Wie ist es möglich, dass so ein kleiner Underdog und kleiner Bürgermeister aus Dreiskirchen wie Andreas Babler, der ganz spät in das Rennen eingestiegen ist, überhaupt keinen Apparat hat, nur 2000 Stimmen hinter Hans-Peter Doskozil, 2000 von 107.000 Stimmen hinter Hans-Peter Doskozil liegen konnte. Also ich glaube, da machen wir den Herrn Babler kleiner, als er ist, weil er hatte schon eine gewisse mediale Bekanntheit davor. Naja, ich meine, ich erinnere mich, vor 7 Jahren ist er schon im Fernsehen öfters eingeladen worden, weil er einfach die Themen richtig gut vertritt. Er vertritt sehr authentisch diese ganzen links, klassisch linken Themen und ist ein Sozialfighter. Bloß er hat etwas, was relativ wenige Leute haben und was Parteien auch unbedingt brauchen. Und das ist dieses Feuer erwecken können. Und das hat er so gut geschafft. Also er hat es geschafft, tausende Leute in die Partei zu holen. Wer hat das sonst geschafft? Dafür gebührt ihm richtiger Respekt. Und man hat gesehen, die Leute rennen für ihn. Und er hat, glaube ich, Spendengeld in Höhe von 35.000 Euro jetzt nur gesammelt, was jetzt wirklich überschaubar ist für einen Wahlkampf. Und so gesehen hat er sicher wahrscheinlich den besten Wahlkampf subjektiv gesehen geführt. Also da kann ich gar nicht widersprechen. Natürlich Doskozil, ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen kann, dass er jetzt 4 Jahre Wahl gekämpft hat für dieses Thema. Damit hat er sich eher geschädigt mit den Zwischenrufen. Also ganz ehrlich, das hat ihm nicht so gut getan, nehme ich mal an. Aber wirklich spannend, dass alle drei zusammenliegen. Ich hätte das nicht geglaubt, muss ich zugeben. Das hätten, glaube ich, die wenigsten Leute geglaubt. Nur eine von ihren Quellen, haben sie gesagt, hat genau das Richtige gesagt. Der hat offensichtlich die Partei wirklich sehr gut. Nein, der kennt die Partei einfach das gut. War eine tolle Einschätzung. Aber was mich am meisten wundert, ist, dass die Parteivorsitzende dermaßen abgewatscht wird. Also das ist unfassbar, dass man als Parteivorsitzende dritter Platz wird bei so einer Befragung. Und das hat mich auch gewundert. Hat Sie das gewundert, dieses Ergebnis, also diese Drittelung, auch aus Ihrer Erfahrung als Parteien, wir kommen dann eh noch darauf zu sprechen, war das überraschend, dass so ein Underdog wie Andreas Babler, und ich glaube, wir stimmen überein, die Bekanntheit von Doskozil war schon größer als die von Babler, so stark reüssieren konnte? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es hat mich nicht beschäftigt. Natürlich habe ich mit Freunden und politisch Interessierten über das gesprochen, wie könnte das ausgehen und enden. Ich gebe zu, ich habe geglaubt, René Wagner wird vorne liegen. Ich sage auch, dass die Ergebnisse insgesamt so Drittel, Drittel, Drittel schon für mich voraussehbar waren. Ja.
Ich habe mir nur gedacht, dass der Kandidat Nummer 4 etwas mehr haben wird und die Wahlbeteiligung niedriger sein wird. Das heißt, doch eine Mobilisierung hat stattgefunden. Auch ein Bekenntnis zu einer der drei Kandidaten ist da. Also es haben alle drei, auch wie man sieht, ja, am fast gleichen Ergebnis gut mobilisiert. Es hat natürlich kurzfristig auch sicherlich dafür gesorgt, dass die SPÖ medial intern, aber auch extern im Gespräch war und ist und auch bleiben wird, wie man sieht. Mhm. Und auch selbst dafür sorgt, dass es bleiben wird. Das ist ja ein es ist mittlerweile Simmering gegen Kapfenberg ohne Ende, nämlich Brutalität. Dass es aber doch so ausgeht, habe ich mir nicht gedacht. Ich habe schon gedacht, René Wagner wird knapp vorne liegen. Warum? Weil ich geglaubt habe, dass doch ein Grundbekenntnis oder auch eine Solidarität, um das Wort zu bemühen, vor allem wenn es um die SPÖ geht, zur Parteichefin, auch wenn es ein Chef gewesen wäre, aber in dem Fall noch mehr zur Chefin, einer weiblichen Politikerin, einfach doch vorherrschend gewesen wäre. Ja, das war nicht der Fall. Mhm. Es war dann doch sehr knapp. Also man kann jetzt nicht sagen, dass einer haushoch gewonnen hat. Ich meine, da entscheiden ein paar hundert Stimmen in Wirklichkeit. Mhm. Und das ist doch bei 107.000 abgezählten Stimmen oder eingereichten Stimmen ja, sehr marginal, dieser Unterschied und diese Diskrepanz zwischen den einzelnen Kandidaten. Mhm. Ja, man wird sehen, wie es weitergeht. Und für Spannung ist gesorgt und für Vertrauen, glaube ich, weniger. Das ist de facto auch das, was Andreas Babler sagt. In Wirklichkeit hat jeder Kandidat 2/3 gegen sich, also nicht hinter sich versammeln können. Und deswegen wollte er eigentlich und hat das auch, er war ja erstmals am Dienstag Gast im Parteipräsidium und Parteivorstand, wollte er etwas, was in Deutschland oder Frankreich zum Beispiel absolute Normalität wäre bei sowas, eine Mitgliederstichwahl haben. Also noch einmal die 150.000 Mitglieder befragen, soll es jetzt Hans-Peter Doskozil oder eben Andreas Babler werden. Das ist knapp abgelehnt worden. 22 Stimmen waren dafür. Das waren die Stimmen der Frauen, der Gewerkschaft, von Wien und von Vorarlberg und von Teilen einzelner Bundesländer, gegen die Stimmen natürlich vom Burgenland, von Niederösterreich, also von den üblichen Doskozil-Unterstützern. Der war nicht mehr anwesend, also der konnte nicht mehr mitstimmen, der hatte den Flug nach Brüssel. Wir können nachher noch darauf zu sprechen kommen, weil da geht es dann eh um, bin schon weg, bin schon wieder da. Perfekt. Wären Sie für so eine Stichwahlbefragung gewesen? Also generell von Anfang an habe ich gesagt, dass ich absolut für eine Stichwahl bin, weil wie Sie sagen, in Frankreich, Deutschland ist das Usus und das sollte auch bei uns sein, weil jetzt stehen wir da, jeder der Kandidaten hat, wurde nicht legitimiert und steht mit einem Drittel der Stimmen da. Also ich kann mir schon vorstellen, wie der Herr Kickl versuchen wird, dann egal ob Babler oder Doskozil, genau deswegen anzugreifen und eben dieses Pulver, diese Munition hätte man Kickl und Co. nehmen können und es so gestalten können mit einem zum Beispiel Präferenzwahlsystem. Das heißt, man wählt die Person, die man wählen will und dann hat man noch die Chance, eine zweite Person oder die Giraffe zu wählen oder so. Und die Giraffe dann hätte man durfte nicht Problem. Antreten. Ja, genau, keiner von denen. Und das wäre natürlich viel gescheiter gewesen und das hätte die Basis mehr. Aber hätte man hätte ja auch einfach im Parteivorstand dann sagen können, okay, dass das unbestritten schlecht aufgesetzt war, hat jeder sehen können. Aber es wurden ja die Regeln auch mittendrin gewechselt, weil ursprünglich gab es einen einstimmigen Parteitagsbeschluss, dass man ohne Parteivorstandsbeschluss, dass man ohne jegliche Hürde antreten darf. Dann wurde das vom Parteivorstand wieder zurückgenommen und es wurden doch Hürden eingezogen. Also warum hat man das jetzt nicht einfach geändert und gesagt, da hat einfach niemand genügend Unterstützung und es würde die Partei eher einen, wenn man jetzt einfach, wenn man A sagt, auch B sagt und die Mitglieder noch einmal befragt. Da haben Sie absolut recht. Also die Wiener Partie wollte das ja. Die wollte jetzt auf einmal eine Stichwahl, was relativ lustig ist, weil sie sich vehement gegen eine Stichwahl ausgesprochen haben und gemeint haben, winner takes it all, die erste Person, weil sie
genau damit spekuliert haben, dass Randy Wagner Nummer 1 steht. Und jetzt auf einmal, nachdem ihre präferierte Kandidatin das nicht ist, wollen sie die Regeln ändern. Seien Sie mal nicht böse, aber das ist ja kein Kindergarten. Die reden so von ihren Statuten, wie wichtig die sind. Und ja, die Statute sind halt nicht der Staatsvertrag. Aber trotzdem sollte man die nicht ändern und ändern. Und jetzt den Parteitag noch einmal zu verschieben, die ganzen Kosten noch einmal zu tragen und dann noch einmal, ich weiß nicht, wie lange will man jetzt in der Zeitung bleiben und einen schlechten Eindruck machen. Also da sollte man schauen, dass man das zack, zack, zack schnell absägt. Ja, der Herr Gutenus, der freut sich natürlich darüber, wenn man das jetzt noch einmal verschieben wird und 3 Monate oder so noch einmal rumwurschteln wird. Aber Johann Gutenus, es ist ja nicht nur so, dass die Wiener, und wie gesagt, es waren die Frauen, es war die Gewerkschaft, es war Vorarlberg, es war Teile von Tirol. Also es war ja eine ganz haarscharfe Abstimmung. Ja. Es war natürlich die Jugend, die diesen Antrag ja auch eingebracht hat, die logischerweise immer für eine Befragung der Basis sind. Es haben ja lustigerweise genau die, die diese Befragung der Mitglieder nämlich durchgesetzt haben, nämlich die Burgenländer und Hans-Peter Doskozil, die ja auch gesagt haben, sie wollen keine Hinterzimmerdeals, sie wollen eben, dass die Mitglieder entscheiden können und nicht die Funktionäre am Parteitag, die haben ja auch eine 180-Grad-Wendung, also beide Seiten haben eine 180-Grad-Wendung hingelegt. Gerät er jetzt da nicht, der Doskozil, genau in die Falle, die er ursprünglich Pamela Rendi-Wagner und den Wienern gestellt hatte, nämlich dass die jetzt quasi die nur Statutenreiter sind und immer alles nur bei Funktionären ausmachen will und er würgt die Basis ab. Ist das ein Problem? Das ist ja mal ganz richtig. Das Ganze ist ja, wenn man es von außen betrachtet, ein gegenseitiges Fallenstellen. Und das ist ja mit einer gewissen Situationselastizität auch behaftet, um dieses schöne Wort zu bemühen. Und ich als jemand, der eine Falle gelockt wurde, weiß, wie das ist. Und auch das mal, würde dem Thema Ibiza gerecht werden, auch heute. Aber zuerst einmal, ich glaube, der Herr Doskozil, der diese Basisbefragung wollte, und ich glaube, auch dass auch draußen bei den Wählern zu Recht sich nur weniger auskennen. Was ist die Basis, was sind die Delegierten, was der Vorstand und das Präsidium? Logisch. Das sind ja Parteimechanismen und ich glaube, die Leute haben es satt, nämlich jetzt dauernd über diese Minimalunterschiede oder sind auch größere Unterschiede zu diskutieren. Statutenreiterei ist zwar notwendig, aber irgendwann über Wochen, die Leute haben es auch satt. Ja. Glaube ich, weil was bringt es weiter? Ja. Sure. Der Herr Doskozil hat Recht behalten. Natürlich, das stärkste stärkste Souverän ist immer die Basis. So wie das Recht vom Volk ausgeht im Staat, haben natürlich die Mitglieder das stärkste Wort. Dann kommen die, die Delegierten und die Funktionäre, und also die Pyramide, der Stufenbau einer Partei. Und Beispiel Randy Wagner, letzte im Ergebnis. Die meisten etablierten Ex-Granden, außer der Herr ehemalige Bundeskanzler Kern, haben sich für Randy Wagner ausgesprochen und trotzdem ist sie Letzte geworden. Mhm. Und da hat der Herr Doskozil schon richtig gesehen und das einen richtigen Riecher gehabt, die Diskrepanz zwischen Basismeinung und Establishment-Meinung. Das gilt im Gesamtstaatsaufbau wie auch in einer Partei. Aber warum und für eine SPÖ stark aber warum anscheinend. Und das ist ein wichtiger Faktor, aber warum dass die SPÖ anscheinend die letzten Jahre auf falschem Weg ist. Ja, aber warum setzt er, die Frage geht jetzt an beide, warum setzt er dann jetzt auf Establishment und lehnt die Einbindung der Basis ab? Das ist eine gute Frage. Also er hat gestern im Interview gesagt, ich kann jetzt nicht interpretieren und ich kann auch nicht seine Beweggründe erforschen, aber er ging einen Schritt zurück, sonst wäre das Ganze explodiert. Also er hat einen Kompromiss mitbefördert, somit ist auch einen Schritt zurückgegangen, seine eigenen Worte. Mehr kann ich ja nicht sagen, als ich naja, das sitzt ein Doskozil-Fan, kommt mir vor. Nein, also, wie gesagt, ich halte vom Doskozil so einiges, ich sehe das differenziert. Ist er der beste Mann in der SPÖ? Lassen Sie mir noch ein Wort zu Frau Randy Wagner sagen, weil auch viel oftmals Unrecht getan wird. Ja. Ich schätze sie als Person sehr. Sie hat einen Sprung ins kalte Wasser gewagt. Immerhin also nicht, sagen wir mal, parteipolitisch sozialisierter Mensch. Doch Ministerin gewesen, ja. Aber dann an die Parteispitze sich zu wagen, von welcher Partei auch immer, in dem Fall der SPÖ, die auch immer die klar
Frauenförderung ganz groß auf die Fahnen schreibt. Es wird ihr oft Unrecht getan. Sie hat auch bei ihrem Rücktritt oder der Ankündigung des Rücktritts, wie es von der Politik, das ist ja auch nicht immer absolut sein kann, eine sehr gute Figur und eine sehr, muss ich sagen, staatsfrauische, in dem Fall, Figur gemacht, um das zu gendern oder zu... Sehr brav. Staatsmensch, staatsfrauisch oder staatsmenschisch eine Figur gemacht. Und also, sie war eine Dame, die was darstellt und wurde teilweise auch zu Unrecht behandelt, muss man auch sagen. Ja. Mhm. Also ich glaube, es werden noch viele nachheulen, wenn es dann zu spät ist. Das könnte leicht sein, das ist fast immer so in der Politik, das wissen wir. Aber dann wird es wieder niemand gewesen sein. Auch da die Frage, wieso hat er jetzt quasi den Weg gewählt, jetzt vertraue ich dem Establishment und jetzt die Mitglieder nicht. Weil ist er da nicht wirklich in die Falle gegangen, dass er jetzt als der Technokrat dasteht, der Statuten reitet und der plötzlich nur noch auf Funktionäre, weil damals war das Argument, ja, wieso sollten 600 Funktionäre oder 609 Funktionäre entscheiden, wir müssen noch die 150.000 Mitglieder entscheiden lassen. Ja, also schauen wir uns mal an, was er jetzt gemacht hat. Und zwar, er hätte ja auch sagen können, er tritt überhaupt nicht an, wenn Babler zugelassen wird. Das hat er aber, ja gesagt. Ja, hat er gesagt, aber wenn es um die Stichwahl mit den Mitgliedern geht. Aber so gibt es jetzt immerhin diesen Zweikampf bei den, vor den Delegierten. Und das ist jetzt nichts. Natürlich, mir wäre das auch lieber gewesen, wenn jetzt die Mitglieder noch einmal das letzte Wort gehabt hätten. Aber so ist das eine halbwegs okaye Mittellösung, sage ich mal, wenn halt immerhin 600 Leute und eine Hand mehr als 2 Dutzend so etwas bestimmen können. Also insofern ist das ein bisschen ein Fortschritt, aber natürlich nicht das Wahre. Und das ist auch eines der Probleme mit der SPÖ und mit Parteien generell. Und zwar, dass es keine echte, direkte Demokratie gibt. Und ganz ehrlich, Doskozil meiner Meinung nach sollte antreten mit dem Wahlversprechen oder mit dem generellen Versprechen, dass er eine Parteireform durchführt, die er auch an die Babler anbietet und die es ermöglicht, dass die Mitglieder eine verbindende Stimme in der Wahl des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden haben. Und das wird das Ganze dann die ganzen Probleme lösen. Wenn Doskozil jetzt gewinnt, aber bei der Wahl dann weit schlechter abschneidet, als alle vermuten, dann sollte es da auf jeden Fall die Option geben, dass Babler zum Beispiel sich aufstellen lässt oder eine andere Person gegen ihn. Und dann soll es wirklich eine bindende Abstimmung geben, wo die Mitglieder endlich das letzte Wort haben. Offenbar haben ja da einige die Mitglieder falsch eingeschätzt, nämlich sowohl Pamela Rendi-Wagner als auch Hans-Peter Doskozil, weil beide haben jeweils... Er ist Erster geworden. Ja, aber nur ganz knapp. Die haben ja geglaubt, dass sie ganz klar vorne liegen werden. Es gab ja sogar öffentliche Einschätzungen mit 42%. Bevor das Ganze losgegangen ist, wurde von weit über 50% geredet. Das war auch bevor Babler eingestiegen ist, glaube ich auch. Na, da wurde mit 80% sogar gerechnet. Also es hat niemand nachvollziehen können. Aber, ist gehypt, ja. Aber naja, im Burgenland wird es gestimmt haben. Ja, Aber grundsätzlich, weil Sie das angesprochen haben, was der Hans-Peter Doskozil gesagt hat, ich habe da ja mit sehr vielen Mitgliedern des Parteipräsidiums geredet, weil da ja auch gestern versucht wurde, Fake News wieder zu streuen. Aber grundsätzlich war die Situation so, dass es mehrere Rückzugsankündigungen, ob man es jetzt Drohung nennt oder Ankündigung gab. Das erste war der Satz, wenn ihr glaubt, dass sich die Partei nicht einigen kann und wenn die SPÖ mit mir nach links ausrinnt, dann soll halt der Andreas Babler übernehmen. Dann hat es geheißen, nein, doch nicht, er macht es. Dann hat er gemerkt, dass eine knappe Mehrheit im Präsidium für eine neuerliche Stichbefragung gibt. Dann hat er das gesagt, was der Nico Kern gemeint hat. Er hat gesagt, wenn diese Stichwahl beschlossen wird, dann würde er sich zurückziehen, dann würde nur noch Andreas Babler am Stimmzettel stehen. Und dann hat offensichtlich Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser den Kompromiss vorgeschlagen, dann machen wir doch eine Stichwahl am Parteitag. Erinnert das ein bisschen an... Ich höre Kaider, bin schon weg, bin schon wieder da. Ich weiß, wovon Sie sprechen. Nein, also ich sage mal,
es gibt natürlich da Parallelen. Ja. Dieses Bin schon weg, bin wieder da, war ja beim Jörg Haider über einen längeren Zeitraum, muss man auch sagen. Ja. Jetzt reden wir von einer Sitzung beim Doskozil. Ich war nicht dabei, die Medien waren auch nicht dabei, sie wissen es ja nur aus Berichten oder von diversen Örtchengängen, die dann kurz stattgefunden haben, natürlich bei längeren Sitzungen. Aber das ist auch damit so ein kleines Entaktieren, ein bisschen so, ja, habt es mir gern und macht es allein und dann bitte bleibt doch da. Das ist immer dasselbe, sich wichtig machen und den Chauffeur anrufen, ich weiß nicht was. Das ist so ein Stufenbau der Klimax, der Skandalisierung. Wenn ich nicht da bin, dann fliegt ja alles zusammen. Gut, das ist hier keiner. Klassisch heute. Ja, aber das könnte der SPÖ auch bald. Aber anscheinend hat er vorgemacht, wie es geht. Ja. Er hat auch vieles anderes vorgemacht, wovon andere jetzt lernen können. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte noch ein paar Sätze verlieren zum Herrn Babler, weil der kam als Dritter im Bunde dazu. Der Bürgschaft, ich sage, wer hat mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Aber der Herr Babler ist doch eine sehr interessante Persönlichkeit. Und es wundert mich, dass er bei der SPÖ doch so eine Strahlkraft hat, auch in der Öffentlichkeit. Weil jemand, der Bürgermeister ist von einer Kleinstadt, Dreiskirchen, und dann noch sich auszahlt aus dem Gemeindebudget 4.000 Euro zusätzlich, und das Ganze dann am 01.01.2016 angepasst wird, weil die Stadt über 20.000 Einwohner hat, das Gehalt gestiegen ist und die Einwohnerzahl deswegen gestiegen ist, wir wissen warum, wegen der Flüchtlingskrise, und er ist dort der Asylantenkaiser. Das ist doch sehr interessant. Das ist rechtlich anscheinend in Ordnung. Er hat selbst gesagt, moralisch nicht in Ordnung. Er hat sich entschuldigt. Ja, aber ich meine, und er kriegt es auch nicht mehr. Ich sag's nein, aber ich meine, entschuldigen, aber wenn er seinen Freitag gemacht hätte, dann würde er in Sibirien das leben oder am Nordpol oder am Südpol, medial zumindest. Also, das würden die Medien schon so machen und die anderen Parteien auch. Dass so jemand noch ernst genommen wird als Sozialfighter, wie du gesagt hast, Entschuldigung, ja, nicht böse sein. Ja. Der hat jahrelang kassiert und sagt dann, es ist ihm nicht aufgefallen und er hat es eh schon länger geglaubt, es ist moralisch verwerflich. Und es hat 2 Jahre lang gedauert, das durch den Gemeinderat und den Stadtsenat abzudrehen, wegen der Beschlusslage. Dabei liegt es an ihm zu kündigen, da braucht er keinen Stadtsenat dazu. Das Ganze ist bitte an den Hahn herbeigezogen, diese Entschuldigungen. Und dass so jemand der große Sozialfighter sein kann, das ist wirklich, da schlägt er fast den Boden aus. Und da sieht man, wie manche anders behandelt werden als andere. Und man kann doch gleicher sein als andere. Da kommt die FPÖ-Opferrolle wieder hervor. Aber wir sind ja nicht Opfer. Nein, das ganz ist klar geht etwas. Zu Prinzipien. Wie kann der hochgehimmelt werden? Und jetzt geht er doch daher und macht dann so Anspielungen und wird sich abspalten. Wahrscheinlich legt er sich mit einem Kommunisten ins Bett. Also das ist ein kompletter Blödsinn. Aber da sieht man, es besteht schon eine gewisse Gefahr beim Babler, dass man einen Corbyn aus ihm macht. Also da sieht man, die Rechten werden sagen, ja, der Spesenkaiser etc. Und die Linken werden ihn ganz sicher Antisemitismus andichten, weil er mal bei der Friedensbewegung war und halt pro Frieden dort unten ist gleich Antisemitismus. Also da habe ich schon sehr viel gehört und das ist schon eine Gefahr beim Herrn Babler. Also leider. Antisemitismus wird nein, der kompletter Blödsinn. Niemand vor. Habe ich schon gehört leider, aber es ist ein kompletter Blödsinn. Aber grundsätzlich beim Corbyn war es berechtigt. In dem Fall habe ich das zumindest nicht gehört. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir darüber weiter, warum eigentlich bei ziemlich vielen Freiheitlichen eine ziemlich klare Sympathie für Hans-Peter Doskozil herausklingt und eine große Antipathie für Andreas Babler. Fürchtet die FPÖ Babler am Ende doch mehr, als man glaubt? Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zu unserem heutigen Duell Nico Kern gegen Johann Gudenus. Und nachdem wir ja eh schon über das Prozedere und die Mitgliederwahl und wer denn jetzt der Favorit ist, also wer der Favorit ist, darüber reden wir noch. Aber ich möchte auf diesen Punkt zurückkommen, den Sie vor der Pause angesprochen haben. Da haben Sie doch den Andreas Babler sehr scharf kritisiert. Und mir fällt in den letzten Wochen ein, egal ob der Heimo Leposchitz da sitzt oder bei anderen Blauen, spürt man immer eine gewisse Sympathie für Hans-Peter Doskozil heraus. Woher kommt denn das? Sympathie weiß ich nicht. Eine Betrachtung der Persönlichkeitsbilder in der Öffentlichkeit dieser Personen. Mhm. Ich kenne Doskozil persönlich, ich kenne Frau Rendi Wagner persönlich, den Herrn Babler kenne ich persönlich zum Beispiel nicht. Deswegen kann ich ihn nur beurteilen aufgrund medialer
Aussagen und Tätigkeiten. Und da ist der Punkt, den ich vorher angeführt habe, nämlich das in die Kassen zu greifen, auch wenn es legal ist, einmal der eine. Ja. Und der zweite ist eben, Dreiskirchener Bürgermeister und eben genau das zu vertreten, was das Gegenteil darstellt, was wir vertreten, also die Freiheitlichen vertreten, ist dann relativ klar, diese beiden Punkte. Die Antipathie zu Barbara ist genau, klar, aber persönlich kenne ich nicht, er kommt da medial, ist er, hallo, das wirkt sympathisch, aber ich kenne persönlich... Okay. Hallo, also die inhaltliche sagen. Antipathie ja, zu ihm ist verständlich, ja, aber warum die Sympathie zum Doskozil? Herr Doskozil hat ja doch ein differenziertes Bild, eben was die Flüchtlingsfrage betrifft. Ja, insofern gibt es gewisse kleine Überschneidungspunkte, aber niemand wird an den Schmidt FPÖ herankommen, das ist auch klar. Andererseits, ich muss wieder eben sagen, da geht es ums Gesamtbild. Wenn er sagt, er ist für eine Ampelkoalition aller Deutschland, ist es wieder nicht zu gutieren. Also insofern differenziert es ja sehr stark, wo ich auch eine Frau Randy Wagner differenziert darstelle und nicht nur positiv, sondern jeder hat Licht und Schatten, vollkommen klar. Ja, und das ist halt der Punkt. So sollte man an die Sache poetisch. Naja, so differenzierte Analysen kennen wir ja von der FPÖ normalerweise nicht. Aber, in roter Farbe. Aber grundsätzlich ist das natürlich teilweise vor der Mitgliederbefragung auch eine Strategie gewesen, weil auch wenn ihr euch da trefft mit der Abneigung gegen Wiener Partie, und damit ist ja mittlerweile ganz Wien gemeint, weil es ist ja nicht nur die Ludwig-SPÖ, sondern auch die Häupl-SPÖ eindeutig positioniert gewesen, damit man nachher sagen kann, Michael Ludwig sei geschwächt. Befürchten Sie nicht, dass, wenn es Doskozil werden würde, dass die FPÖ dann dieses Spiel aber weiterspielt und so wie einst bei Löschnack oder bei Schlögl dann von unserem besten Mann in der SPÖ redet, weil ihm das dann natürlich in Teilen der SPÖ-Wählerschaft schaden wird? Also natürlich, wenn die das probieren und die freuen sich dann natürlich dafür. Einerseits vertritt er einen vernünftigen Zuwanderungskurs, woran die FPÖ natürlich auch ein Interesse hat, weil sie logischerweise, wobei andererseits die FPÖ wird dann ein bisschen anlaufen. Und ich weiß gar nicht, ob das Ihnen so gefallen wird, wenn ein Herr Doskozil dann SPÖ-Chef wird, weil er halt diese rechte Flanke, die sich da ja geöffnet hat, in den letzten Jahren sehr gut abdeckt. Und ich glaube mal, dass die FPÖ sehr gut könnte mit ihm. Nur Doskozil will nicht mit den Blauen koalieren, hat er gesagt. Aber wie es so schön ist, vor der Wahl ist nach der Wahl. Warten wir mal ab. Vor allem vor der Mitgliederbefragung ist was anderes als vor der Wahl. Da könnte sich die Linie ändern. Und ich nehme an, auch das erklärt teilweise die Sympathien. Oder Sympathien meine ich jetzt nicht auf einer menschlichen Ebene, sondern auf einer politischen Ebene von euch für den Hans-Peter Doskozil. Weil ich gehe mal davon aus, ihr denkt euch, dann hättet ihr noch eine Option, wenn es überhaupt rechnerisch ausginge, nicht nur schwarz-blau, sondern auch rot-blau, richtig? Das ist auch relativ logisch in der Demokratie. Klar, eigentlich Normalzustand sein. Diese Franitzky-Doktrin ist ja, sagen ja auch viele, vor allem SPÖ-Vertreter aus dem Nicht-Wiener Bereich, längst überholt. Darf ich nur ganz kurz sagen, die Franitzky-Doktrin wurde schon von Christian Kern 2017 offiziell begraben. Die gibt es gar nicht mehr, sondern stattdessen ist irgend so ein Wertekatalog. Ja, genau. Das ist deren Recht zu sagen, ich möchte nicht mit denen koalieren. Absolut. Das Recht ist ja immer. Ja. Nein, ist ja keine Frage. Ihr werdet ja auch nicht mit der KPÖ koalieren, oder? So weit kommen wir gar nicht. Ja. Na, wer weiß. Radikalisierung der Gesellschaft könnte werden. So, weil die KPÖ sitzt ja mal jetzt in Graz und sonst und in Salzburg irgendwo zumindest einmal beachtliches Wahlergebnis, keine Frage. Ist auch ein Spiegelbild der Unzufriedenheit der Menschen, aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, es sollte ein Normalzustand sein, finde ich, dass Großparteien sich gegenseitig nicht ausgrenzen, sondern darauf schauen, was ist der Wählerwille. Ja? Und ich kann mich erinnern, 2017, wo wir dann im Endeffekt auch gegen vorherige Ankündigungen, stimmt, nämlich die FPÖ hat gesagt, eher mit der SPÖ, aber nicht mit der ÖVP und dann was anderes. Und ist auch bekannt, dass es da und dort Avancen gab vom ehemaligen Bundeskanzler der Roten, das mit uns zu sprechen, was er gut ist. Ist in Ordnung, das wurde von uns nicht offiziell angenommen. Mhm. Es ist gut, wenn man weil die Optionen er Nummer 2 geworden ist. Und weil, es ist gut, wenn man die Optionen offen hat, weil es geht im Endeffekt darum, den Wählerwillen so gut wie möglich. Es ist nie
perfekt möglich darzustellen, dass die Optionen da sind. Ja. Mir sagen einige in der SPÖ, in Wirklichkeit ist das jetzt auch eine Entscheidung, weil die halt diese Ankündigung von Rot-Grün EOS nicht ganz glauben und das eher als Zuckerl für Mitglieder, das offenbar eh nicht so wirklich aufgegangen ist, ansehen und sagen, wenn er FPÖ-Wähler ansprechen will, dann kann er ja nicht Rot-Grün EOS ansagen, dann müsste er wieder auf seine ursprüngliche Linie zurückkehren und die Liebelei zu Rot-Blau offen halten. Wird das eine Vorentscheidung am Parteitag, ob sich die Partei eben viel mehr Richtung Rot-Blau öffnet, wie es zum Beispiel die Salzburger SPÖ gemacht hat, da ist halt schief gegangen, weil sich Rot-Blau gar nicht ausging, oder wie es auch der Franz Schnabel in Niederösterreich hatte ja lange Zeit Rot-Blau nicht ausschließen wollen. Ist das tatsächlich so eine Vorentscheidung? Also da muss ich einmal sagen, ich glaube mal, dass ganz klar das Ziel ist, jetzt FPÖ-Wähler anzusprechen, aber vor allem diese Protestwähler und nicht den Rechtsaußenflügel, die sind eh komplett hinüber, die werden eh niemals was anderes wählen als FPÖ und die sind nicht die Zielgruppe. Die würden natürlich niemals eine SPÖ wählen, wenn eine Ampelkoalition im Raum stehen würde. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es zigtausende Wähler gibt, die FPÖ gewählt haben aus Protest, aber dennoch Doskozil wählen würden, wenn er die Ampel trotzdem propagiert. Und ich glaube, wenn sich die Ampel ausgeht, wird sie kommen. Also und das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich die beste Koalitionsform. Darum denke ich jetzt nicht, dass das ein Problem ist. Natürlich gibt es den Spin, wo jeder sagt, ja, Dosko ist rechts. Da gab es sogar in einer Sitzung einmal den Ausspruch, ich glaube, dass Dosko ja ein Rechtsaußen oder Rechtsextremist mit schwacher Stimme ist und so etwas, also das ist das Recht. Nein, auch da, es gab keine Sitzung, wo er als Recht. Also das habe ich jetzt gehört. Nein, aber also bitte. Wirklich, es hat ihn niemand, nicht einmal seine größten Gegner. Rechtsaußen war es genau, ich glaube Rechtsextremisten war es nicht. Sie werfen irgendwas vor, dass er auf der Klaviatur des Rechtspopulismus, jetzt bringt er mich schon durcheinander, Rechtspopulismus spiele. Und in der SPÖ glaubt man halt an die Schmidt-Schmiedl-Theorie. Warum sollten Wähler dann den Schmiedl wählen, wenn sie den Schmidt hätten? Nein, Burgenland hat es funktioniert. Die Frage wollte ich gerade stellen, weil das gebetsmühlenartig immer wieder kommt. Die burgenländische Landtagswahl 2020, die nach dem Ende durch das Ibiza-Video von Rot-Blau im Burgenland, so wie Schwarz-Blau wurde ja auch beendet, tatsächlich dem Hans-Peter Doskozil aus einer rot-blauen Koalition kommend, die absolute Mehrheit eingebracht hat. Die FPÖ war damals natürlich am Ende und er hat sehr viele FPÖ-Stimmen bekommen. Würde ihm das auch im Bund gelingen? Kann man das überhaupt vergleichen? Jetzt versuchend möglichst objektiv zu sein, wenn es geht. Wenn es geht. Immer doch. Das war damals eine außergewöhnliche Situation, muss man auch sagen, nach Ibiza. Und jetzt wäre es natürlich vergleichsweise viel schwieriger für ihn, weil die FPÖ, wie man sieht, ist am Weg nach oben. Wobei ich auch immer sage, ich würde das nicht allzu überbewerten. Es ist schön für mich, jetzt sage ich mal wieder subjektiv, zu lesen, ja, im Aufwind. Aber wir wissen alle ganz genau, vor den Wahlen relativiert sich das Ganze wieder. Und es wird wieder irgendein Skandal oder Skandelchen hochstilisiert und die Opferrolle. Sonstiges. Oder tatsächlich berichtet, ja, genau. Weil ihr immer Skandal. Man könnte auch über den Babler ausführlich berichten. Und, das wurde damals... So was ist auf Ibiza nicht passiert, was der Babler machte. Das wurde damals exzessiv berichtet. Naja, aber das könnte man wieder aus dem Hut ziehen. Ibiza erlebt ja auch alle 4 Jahre. Oder jedes Jahr, wenn ich jetzt schon das 4. Jahr in eine Festspiele. Sie sollten eine Zeitung kaufen vielleicht, damit das berichtet wird. Ich habe schon einige Interessenten und warten, wie das kommt. Ja. Wir gründen heute an. Könnte man schön auffächern, nicht wahr? Eine rot-blaue Zeitung. Ja. Genau, also weg von der Krone. Die Das-Kickel-Zeitung zum Beispiel. Okay. Und wie auch immer, das sind natürlich alles auch Fragen, die berechtigt sind. Ja. Einerseits
ist da aufgrund von faktisch inhaltlichen Punkten, sagen wir, eine Sympathie, ist übertrieben, aber halt man merkt, es gibt da Übereinstimmungen, versuchte. Andererseits weiß ich als Realist, Doskozil würde nie so handeln, wie er sagt in dem Fall, weil er gar nicht darf und kann. Da gibt es ja noch die starken Wiener, die ja immer einen Strich durch die Rechnung machen, weil sie sind gegenteilig, würde ich mal sagen. Übrigens, zum Thema zurückzukommen, und die Wiener sind die stärksten, auch was die Wähler betrifft und auch wahrscheinlich finanziell und alles Mögliche. Und Burgenland ist halt nicht so groß wie Wien, sondern vielleicht wie ein kleinerer Bezirk, wie ein mittlerer Bezirk von Wien. Wie ein Flächenbezirk oder eineinhalb Flächenbezirk. Verzeihung, aber jetzt unrecht getan, Verzeihung. Aber ich liebe das Burgenland übrigens, muss man auch sagen. Gute Rotweine und vieles mehr. Ist so, ja. Die Roten können halt immerhin etwas, ja. Gute Rote. Und, jedenfalls, der Herr Ludwig, der übrigens der größte Verlierer ist seit dieser Befragung, muss man auch sagen. Der Ludwig ist der größte Verlierer von dieser Befragung. Ja, die Redi Wagner ist weg, er hat sie unterstützt, er hat wieder mal eine große innerparteiliche Entscheidung verloren. Und der Ludwig ist immer noch der große, starke Mann der SPÖ, weil er Bürgermeister von Wien ist und des größten Roten Bundeslandes und des größten Bundeslandes. Der große Verlierer ist der Herr Ludwig, nachdem er schon die Corona-Maßnahmen versemmelt hat und verlängert hat und in eine Flüchtlingsfrage die Teuerung nicht stoppen kann. Also das muss man schon sagen. Also der Ludwig ist der große Verlierer. Der Ludwig ist eigentlich ist der vierte Kandidat. Das ist der Herr Ludwig. Der hat am meisten verloren. Also um Ludwig zu schwächen, haben Sie zu Doskozil gehalten? Naja, logisch, weil Sie dann nachher genau das sagen konnten. Es war eigentlich jedem relativ klar, der sich in politischer Strategie auskennt. Aber egal. Grundsätzlich, Sie scheinen das ja zu glauben, dass das Wahlresultat aus dem Burgenland 2020, ich sage es noch einmal, nach dem Ibiza-Video vor Corona, vor der Teuerung tatsächlich umlegbar auf Österreich sein könnte und eine Nationalratswahl 2024. Ja, ganz klar. Ich meine, die FPÖ halbieren wird er wahrscheinlich nicht schaffen, aber ihnen 10% kosten, das kann ich mir durchaus vorstellen. Natürlich wird er dann ein bisschen nach links ausrinnen, das ist vollkommen klar, aber summa summarum wird ein fettes Plus dahinter stehen beim Wahlergebnis. Und das ist ja auch der Grund, warum er bei der Delegiertenwahl jetzt gewinnen wird, weil die Delegierten wissen natürlich, wer kann Wahlen gewinnen und wer kann keine Wahlen gewinnen. Also wenn Herr Babler gewinnt dann und Vorsitzender wird, großartig, dann rettet er Österreich vom Kommunismus, aber sonst die SPÖ wird er nicht retten, die wird abstürzen. Und ja. Das Nicken ist natürlich wieder mal interessant. Grundsätzlich, also 10%. Ich nicke dem Nico immer gerne zu. Also, okay, das ist einfach nur ein freundlicher Akt. Also grundsätzlich, wie würde denn der Babler abschneiden? So katastrophal wie der. Wie der Nico Kern sagt, weil es gibt durchaus Meinungsforscher, die sagen, das stimmt gar nicht, weil er könnte durchaus mit diesem Anti-Establishment, mit dieser Anti-Establishment-Erzählung, die ja die FPÖ gerne für sich in Anspruch nimmt und die schon von Ihnen beschriebene Wut innerhalb der Bevölkerung vielleicht mehr Nichtwähler ansprechen und zur SPÖ zurückholen als manche das glauben. Das zeigt ja auch das Ergebnis jetzt, dass er quasi von null auf, null stimmt nicht, aber er war ja vorher von nicht im Gespräch in diesem Themenkomplex, immerhin Nummer 2 geworden ist. Alles knapp, wissen wir, aber doch über 30%. Also das zeigt schon, Erbal auf Campbell, Sujet und auch diese typischen stark sozialsozialistischen Kernthemen laufend ansprechend, das wirkt. Und das ist, glaube ich, auch die Sehnsucht der gesamten Partei. Ich habe vorher erwähnt, die etablierten Altgranten haben alle Randy Wagner unterstützt. Das war der Zentrismuskurs, Und das muss man sehen. Also das sieht man schon, diese Basiswille Bonzenwille, sage ich mal, brutal ausgedrückt. Da ist die Sehnsucht da. Aber deswegen habe ich vorher auch etwas länger erwähnt, diese Unglaubwürdigkeit des Herrn Babler. Einerseits das Ansprechen und dann selber anders handeln, über Jahre. Und sich dann halbherzig entschuldigen. Aber das jahrelang gemacht zu haben, als Gemeinderat, als Stadtrat und als Bürgermeister, gleichzeitig sich selbst anzustellen. Und ich glaube, seine Frau war auch in irgendeinem Verein tätig. Wie auch immer. Also das ist dann etwas unglaubwürdig. Die Sehnsucht nach den Themen ist zu Recht da. Zu Recht. Vollkommen richtig. Aber ich glaube, er wäre dann die falsche Person dazu. Mhm. Ja.
Unterschätzen Sie den Andreas Babler und geht es da eigentlich immer um dieselbe Umfrage zu Hans-Peter Doskozil und dem burgenländischen Landtagswahlergebnis? Weil falls es immer um dieselbe Umfrage geht, über die haben wir schon einmal gesprochen. Muss ich es aber noch einmal sagen, das ist eine Umfrage, die in Auftrag der SPÖ Burgenland veröffentlicht wurde im November 2022, wonach Hans-Peter Doskozil führen könnte. Und eigentlich ist es immer dasselbe Institut, das mittlerweile auch in anderen Medien sagt, er hätte die besten Chancen. Aber woher sonst nimmt er das eigentlich? Naja, das ist ganz klar politisches Bauchgefühl und Analyse der Gesamtsituation. Und es gab ja auch, glaube ich, vor der Mitgliederbefragung ein paar andere Umfragen, die Babler jetzt nicht so gut dastehen haben lassen. Die waren halt nicht so seriös, diese Umfragen. Ich frage jetzt noch den Doskozil. Naja, das sieht man unter anderem, ist die Empirie da, wenn Leute, die FPÖ-Wähler waren, sagen, sie werden die SPÖ wählen, wenn Doskozil Chef wird. Und das ist ganz klar, dass man die Wähler zurückgewinnen kann. Und da bin ich mir sicher, dass Doskozil sich leichter tut als Babler. Und ich glaube, Babler kann auf jeden Fall mit dem Anti-Establishment-Kurs auf jeden Fall reüssieren. Nur Doskozil wird da weit bessere Karten haben, ein weit stärkerer Kandidat sein. Und genau aus dem Grund, dass es taktisches Wählen, warum ich jetzt Doskozil gewählt habe bei der Mitgliederbefragung, weil ich eben wirklich glaube, dass bei der Nationalratswahl, die bald kommt, schauen wir mal, wie bald, Doskozil bessere Karten hat als Babler. Und eine SPÖ braucht man eine starke. Mhm. Man sieht, was diese Herrschaften mit unserem Land machen, auf Ibiza oder in Österreich. Sie sind ja auch Wiener und Sie waren ja auch lange Zeit in Wien politisch tätig. Jetzt haben Sie vorher selber gesagt, in Wien sind natürlich die meisten Stimmen der SPÖ. Das ist auch kein Geheimnis, das ist logisch. Jetzt, was würde denn so ein Kurs für die SPÖ in Wien bedeuten? Weil es gibt natürlich Umfragen, die zeigen, mit einem Spitzenkandidaten Hans-Peter Doskozil würde die SPÖ im urbanen Bereich, und das ist zum Beispiel Wien, eher ein gröberes Problem kriegen. Somit haben Sie wahrscheinlich gerade erklärt, die wahre Sympathie der FPÖ an Doskozil. Nein, das ist jetzt... Das wäre jetzt vor allem ein Wiener Phänomen, nicht nur, aber Stadtphänomen, würde ich sagen. Das ist schon richtig. Und die SPÖ Wien, die an diesem Wranitzky-Kurs noch immer festhält, auch wenn er offiziell nicht mehr gilt, weiß auch, warum sie es tut. Ich habe viele Gespräche... Taktik. Ja, ganz klar. Ist auch legitim, nur ist halt irgendwann auf Dauer ist es halt dann doch etwas dann demokratiepolitisch, sag ich mal, die Möglichkeiten einschränken, das jetzt vom Wähler aus gesehen auch. Ja. Aber sie wissen schon, warum sie es tun, weil sie dann da und dort ausreden würden. Ja. Mhm. Und das wäre natürlich ein gewaltiges Problem für den Herrn Ludwig, die nächste Niederlage nach dieser. Der Niedergang hat begonnen. Aber hätte eine SPÖ in Wien im Bund eine Chance, wenn die Wähler in Wien wegbrechen? Es gibt ja auch bei Nationalratswahlen Stimmen in Wien. Keine Frage. Das letzte Mal waren es die meisten. Das ist alles, hängt alles zusammen. Das macht es so schön kompliziert, wie der Herr Sinowatz gesagt hat. Und das erklärt so gut die Sympathien. Ist das nicht tatsächlich ein Problem, wenn man jetzt ausnahmsweise die persönlichen Animositäten gegen Wien, weil das ist ja nicht der erste SPÖ-Chef, den sich die Wiener offensichtlich nicht aussuchen können. Es war ja schon Christian Kern gegen oder den Kreisky Willen. Oder Pamela Rendi-Wagner. Sag ich ja. Also eben, es war genau. Pamela Rendi-Wagner gegen den da Willen von Michael Ludwig. Es war Christian Kern gegen den Willen von Michael Häupl damals. Es war auch 2008 der Michael Häupl nicht dafür, dass der Werner Faymann in der Art und Weise den Alfred Gusenbauer ablöst. Also wir kennen das, eigentlich wird regelmäßig gegen die Wiener SPÖ entschieden, weil es gibt ja so viele Wähler in den Bundesländern, die die SPÖ wählen, deswegen sind sie dort auch so erfolgreich. Wie gescheit ist denn das, so einen Kampf gegen die Wiener SPÖ zu führen? Ja, eigentlich, sind wir uns ehrlich, ist es nicht allzu gescheit, weil, ich meine, die SPÖ kann nur gewinnen mit den Wienern, aber halt nicht gegen die Wiener auch. Und es ist aber genauso vice versa, weil auch ohne die Bundesländer
geht es einfach nicht. Nur momentan ist es einfach so, dass da so viele, wie Sie sagen, Animositäten und so viele Rachegelüste dabei sind. Und das hat man ja gesehen. Angeblich gab es Gerüchte, dass Ludwig über beide Ohren gegrinst hat, dass Herr Doskozil sich jetzt der Mitgliederwahl stellen muss von, unter den Delegierten. Also das sieht man mal, da geht es vor allem um Rache und diese Bagage vergisst nicht. Das ist auch eins der Probleme und zerfleischt sich weiter und weiter. Und die SPÖ kann erst wieder... Naja, die Bagage, das betrifft jetzt eigentlich alle, die jetzt nur aus Rachegelüsten handeln. Da will ich jetzt niemanden rauspicken, da ist, glaube ich, keine Seite unschuldig. Und da bräuchte es eben so, ich glaube, der Joe Carlin hat gesagt, so einen Einigungsparteitag, wo man wieder ein bisschen zusammenführt, sich die Hand reicht und eben mit diesen katastrophalen Machtspielchen und Selbstzerfleischungen aufhört. Aber da kann man eigentlich nur lachen, weil das wird nicht passieren. Die sind zu tief, die Gräben momentan. Ich sehe da wenig Ausweg, leider. Wer ist denn Ihrer Meinung nach der Favorit für diesen Parteitag der SPÖ in Linz, wo es zu dieser Stichwahl am Parteitag kommen wird? Ist das Hans-Peter Doskozil, wie Nico Kern glaubt? Könnte das überraschend auch Andreas Babler sein? Wie würden Sie das sehen, auch aus Ihren Erfahrungen, wie Sie das schon erlebt haben, rund um Knittelfeld und Co.? Also auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, jetzt, wenn es zu einer Stichwahl kommen würde, würde Babler gewinnen, weil Randy Wähler Babler unterstützen aus Rache gegen Doskozil. Das trifft aber beim Delegierten, auf der Delegiertenebene nicht in dem Maße ein, wie auf der Mitgliederebene. Und da sieht man, dass sich das Ganze von Ebene zu Ebene ändert, Diskrepanz zwischen Elite und Basis. Wie weit sich das auswirkt, diese Stufe höher, ne, von Mitgliedern zu Delegierten, wird man sehen. Ich glaube schon, natürlich, der Effekt wird da sein. Babler wird von Randy Fans und Unterstützern, die jetzt nicht mehr zur Wahl steht, unterstützt werden. Zu einem großen Oder Teil. Oder von denen, die Angst haben, dass sie sonst in den Städten ausrennen müssen, auch, nicht nur auch den das, Fans. Auch das, ja. Wobei, ja, aber Wien war ja sowieso für Randy, also das ist schon mal quasi konsumiert, groß und ganz. Ja. Aber es gibt ja auch andere Städte in Österreich. Ja. Keine Frage, ich weiß gar nicht, wie jetzt die anderen Städte sich da positioniert haben. Zum Beispiel in Kärnten hat sich Klagenfurt interessanterweise pro Doskozil viel auch ist offenbar für Babler gerannt. Also so tief bin ich dann doch nicht drin in der Sache, aber... Nachholen wir es auch nicht. Ja. Aber es ist interessant. Gibt Wichtigeres. Aber es ist interessant. Aber das heißt, Sie glauben Favorit? Da wird es knapp. Was glaubst du? Also ich glaube, es wird schon knapper, als das manchen Leuten lieb ist. Aber ich glaube dennoch 55% zu 45% pro Dosko. Weil Babler hat einfach keine Machtbasis. Und es stimmt einfach nicht, dass alle Randy-Wähler jetzt Babler wählen werden. Vor allem bei den Delegierten. Ich meine, ich stelle mir vor, manche Leute, die dort drin sitzen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Babler wählen würden in zwei Leben. Also darum räume ich Doskozil weit bessere Chancen ein und glaube aber trotzdem, es könnte knapp werden. Also mit 55%. Und wenn es Vorsprung knapp wird, also ist auch kein gutes Wort. Was ist dann? Das wollte ich gerade sagen. Wie geht es dann weiter? Ja, dann hoffentlich reichen dir sich die Hände und Babler, der hat gesagt einmal im Gespräch mit einem Krone-Journalist, dass er wirklich was verändern will und dass es ihm vor allem darum geht. Und ich hoffe, das waren keine leeren Plattitüden und dass er dann wirklich proaktiv mitarbeitet und auch eine Führungsposition innerhalb der SPÖ bekommt und zum Beispiel die Partei eint, Mitglieder gewinnt, diese wichtigen Aufgaben übernimmt. Das wäre schön, wenn er das machen würde. Lässt sich das, ich habe jetzt auch mit ihm geredet und er sagt ganz klar, dass er für Hinterzimmerdeals nicht zur Verfügung steht. Das war ja auch immer seine Linie, also bis zum Parteitag wird sich da auch sicher nichts ändern. Aber grundsätzlich lässt sich das dann noch vereinen? Also wenn es, sagen wir, 56% wird, weil es ist halt mit dem Wiener Parteitag Andreas Schieder gegen Michael Ludwig nicht vergleichbar, weil die beiden sind gemeinsam aufgetreten, haben sich gemeinsam Hearings gestellt, sind gemeinsam auf Kaffee gegangen und haben ja auch nicht gegen Michael Häupl kampanisiert, sondern sind erst danach quasi angetreten. Also es hängt immer von den Führungsleuten ab, ja, weil es liegt ja, führen heißt ja auch, dass man Katalysator ist und unnötige Tendenzen bremst, abbremst oder halt Sachen verstärkt oder abschwächt im eigenen Lager. Mhm. Und das hängt vom Willen ab der beiden Protagonisten natürlich. Wenn sie der Meinung sind, die SPÖ soll weiter bestehen und eine Größe bleiben, eine immer kleiner werdende Größe, aber doch bleiben in Österreich, dann
dann wird wohl der, der unterliegt, sagen müssen jetzt, Burschen, jetzt reicht's, jetzt packen wir es gemeinsam an. Und natürlich kann er zu 100% kann er nicht eine Basis befrieden, das ist klar. Seine, auch seine eigenen Leute nicht, aber zumindest zu einem großen Teil. Ja. Davon hängt es ab. Aber es ist natürlich die Spaltungsgefahr oder die Abspaltung. Ja. Jetzt nicht, Hälfte nicht vorhanden. Nein, es ist schreiben die Leute her, aber die ist nicht vorhanden, die Abspaltungsgefahr. Will ich nicht ganz von der Hand weisen. Ne? Die würde ich auch nicht von der Hand weisen. Also jetzt nicht, dass Andreas Babler sich abspaltet, glaube ich auch nicht. Ein Stimmungsbild ist da. Es gibt, ja, es gibt jetzt schon genügend, die mit Austritt drohen. Es gibt schon Formulare, die, aber egal. Grundsätzlich zum Abschluss, Nico Kern, Christian Kern, wird immer wieder genannt als eben Team Doskozil, weil er sich auch offiziell dazu bekannt hat. Welche Rolle könnte er denn in diesem Team spielen, falls Hans-Peter Doskozil diese Stichwahl am Parteitag gewinnen würde? Also soweit ich weiß, hat er sich, glaube ich, erst 2-3 Tage nach Beginn der Eröffnung der Mitgliederbefragung für Doskozil ausgesprochen. Das heißt, da sieht man, dass kein großer Plan dahinter gesteckt hat. Sonst hätte er das logischerweise von Anfang an gemacht. Wieso hat er das aber? Nein, das waren 3 Tage danach. Das heißt, die Leute hatten schon 3 Tage die Zeit, 3 Tage die Zeit, genau, das zu machen. Das heißt, wenn da jetzt ein diabolischer Plan dahinter gesteckt hätte, hätte er das logischerweise gemacht, bevor die Wahlurnen geöffnet worden wären. Also das sind halt alles immer Gerüchte und Gerede. Da gibt es in der Politik leider Gottes sehr viel und ich glaube jetzt nicht, dass er irgendetwas macht. Also was glauben Sie, könnte er machen? Als Kanzler antreten, nicht, als Energieminister? Ich weiß es nicht. Das glaube ich, um ehrlich zu sein, jetzt nicht. Ja, meine Ansage. Ich meine, Energiekommissar, das ist vielleicht das einzig Interessante, aber sonst als Minister im Team Doskozil, das glaube ich nicht, aber ich bin nicht mein Vater und jetzt auch nicht hier, um seine Meinung zu vertreten. Sie hätten mir einen Tipp abgeben können. Mein Tipp ist, er wird eher nichts machen. Er wird eher nichts machen, das gut. Ist nur mein Tipp. Danke, Nico Kern. Danke Johann Gudenus. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.